Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tragensang. Ich habe mich wunderhübsch equipped und wir werden wohl langsam aber sicher die... Ich freue mich, euch im Sonnenzug begrüßen zu können. Ihr würdet einen vorbildlichen Bandstrahler abgeben. Bevor ihr euch zur Hexenjagd aufmacht, habe ich einen guten Rat für euch. Seine Hochwürden Berndrich weiß einiges über die Hexe Morla zu berichten. Ihr findet Berndrich in seinem Lager nordwestlich von hier. Lux vobiscum. Oh ja, danke. Danke. Da können wir mal ein bisschen auf die Karte gucken. Das ist eine Burg, das ist der Preisgeweihte Bernd. Berndrich. Das kommen wir ja hier so. Kommen wir ja nicht hier mit Dings markieren, dabei ist bei Dragon Age Inquisition gerade eben im Kopf. Doch, klar. Nee. Sprich mit Banya, hat man gemacht. Ja. Sprich mit dem da. Nochmal zu. Gut. Töte Saphira, nein, Morda. Erwähne haben wir getötet. Niemand nicht. Finde Mona Schwäche. Nein, das, oh, das brauchst du nicht. Mann! Da, danke. Da werden wir wohl wieder gehen. Was ich allerdings weiß, ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe das Spiel ja schon mehr als einmal durchgespielt. Ich kenne auch die andere Seite von diesem Pakt. Also wenn ich da, das will ich sozusagen, dass immer mit den Hexen zusammenarbeitet, mögen einen halt natürlich die Inquisitionstruppen nicht wirklich. Okay, Feuerfliegen. Ja, scheiß drauf. Ja, ist aber alles, das ist eigentlich nur wie rum. Nur sehe ich den Vorteil darin, dass man mit der Inquisition zusammenarbeitet, dass man halt besondere Ausrüstung bekommt und halt besser, also und früher die Fähigkeiten erlernen kann dann bei diesen Ausbildern. Und das macht es verdammt einfach. Also es macht's. Nonsens. Es macht es nicht einfacher, es macht es einfacher und nicht verdammt einfach. So, würde ich das eigentlich sagen. Schwarze Wölfe. Okay. So, mal schauen. Mal hier mein Klingensturm, guck zu. Nicht getroffen. Richtig guter Tag eigentlich. Gut. Gut. Holzfäller. Holzfäller, Wölfe, wollen wir nicht hin. Wir möchten zum Dingsbums. Bumser Dings. Ihr wisst, was ich meine. Oh. Zu euren Diensten. Nur so hübsch, noch die Falle entschärfen, bitte. Okay, ist da gut. Ist immer ein schönes Trainer. Ein wenig Tagebuch und 20 Schweine. 20 Schweine durchziehe. Das Tagebuch nehmen wir. Das ist ein Questgegenstand. Können wir mal kurz reinlesen? Ja, gut. Lesen, Junge. Ja, lesen. Danos, aha. Danos. El Banditos. Ach, guck, das Handlanger. Na, was soll's. Ja, aber sehr niederen Gegner würde ich sagen, ich werde in Zukunft natürlich ihn im Nahkampf mitgehen lassen. Da.
Natürlich einfach. Dann ich damit ein bisschen Munition sparen. Nimm das! Sehr gut, der ist tot. Jo, können wir mitnehmen. Nehmen wir auch mit. Und nehmen wir. Na. Gut. Ne, hier ist es ein Berg. Ich würde sagen, hier hinten unten durch. Wo jemand? Bin ich Amish? Bin ich nicht gelandet? Okay. Hier war ich noch nie gewesen. Hier war ich noch nie fucking gewesen. Und ich tue zwar nicht, dass es irgendwas hier bedeuten hat, dass einfach das Deko ist, aber hier war ich trotzdem noch nie gewesen. Okay. Selbst wenn man ein Spiel tausendmal durchspielt, kann man noch Neues entdecken. Okay, also ich würde sagen, wir gehen hier lang. Also jetzt hier rechts, also da lang, runter. Ich spreche, dass wir hier runter gehen und dann den Weg, wo die Hexe platt gemacht haben. Ja gut, ich dachte gerade, bei uns grad geht gerade die Sirene, aber es ist mittwochs um 3, das ist Probealarm. Ich brauche nicht ausrennen. Töfte. Ist immer schlimm, wie endlich da der Puls steigt. Alter. Ich hasse das. Bin ich schon seit 2 Jahren in der, in der Freiwilligen Feuerwehr und immer noch, wenn die Sirene geht, steigt der Puls sofort. Es ist richtig komisch. Oh nee, Alter. Hab ich eh gehabt. Oh. So, als ich erst 3 Kilometer gerannt, innerhalb von 5 Sekunden. Junge, Junge, Junge. Alles gut, Philipp. Alles gut. Alles ist gut. Aha. Kann ich überhaupt lang? Das ist ja hier die nächste Frage. Ich hoffe mal ja. Bitte. Bitte. Nein, bitte. Lass mich nicht dastehen wie ein Vollidiot-Spiel. Bitte. Ach Mann. Okay. Danke. Dann laufen wir halt wirklich ein Stückchen gerade und dann nach links und dann nach rechts und dann nach Mitte. Immer ein Dreiskrähen. Dreiskrähen? Hat im Kreis Krähen gesagt. Oh Gott. Im Kreis gehen oder drehen. Ach, ihr wisst, was ich sagen wollte. Das ist der Hauptsache. Ja, ja. Wir watscheln hier ein bisschen lang. Ein schöner Waldspaziergang. Schöne flache Ebene hier. Sind wir doch schon gewesen. Ja. Also dort noch ein Stückchen.
Ah, bestimmt irgendwie über den Fluss drüber, würde ich sagen. Das wäre effizient. Bi ba da bi di bi. Ba da bi di bi. Bi ba ba bi di bi. Dann wird es ein bisschen heller. Gut. Und ich würde sagen. Ja. Ja, kann man auch machen. Ja. Ja, aber vorher speichere ich. Sicher ist sicher. Wenn man speichern kann, sollte man auch speichern. Okay, dann doch nicht. Also geht das doch nicht so, wie ich mir gerade das überlegt habe. Okay. Um euch hier nicht im Dunkeln tappen zu lassen, das ist so eine besondere Kröte von... Von einer Hexe. Wenn man die tötet oder wenn man die gefangen nimmt oder wenn man die unten anrührt, kommt die Hexe. Aber ich kann es jetzt nicht machen, bevor ich irgendwas anderes gemacht habe. Das hier ist wiederum ein Hexenbaum. Ja, der macht uns nichts. Der macht doch was. Ja, was natürlich das Problem ist, wenn ich jetzt hier sofort hinrenne, dann komme ich diesen Kreis, der halt Schaden macht. Weil der Hexenbaum sich verteidigen, beschwört immer so eine Art Graben, die halt um dann Raben, die um den Bock herumfliegen und mir Schaden machen, sekundenweise oder kampfrundenweise. Um das zu verhindern, werden wir die hier mal rankommen lassen, Pause drücken. Und natürlich jetzt angreifen. Alle auf ein. Ja, Ihn natürlich im Fernkampf mitmischen lassen. Da, das da. mein Dann ja mal Atem geht ruhig. das und dann Strong und das. Sarana Ein Schwert Ayorna. an der Schnauze. Das, Für das. Ardor. Und in Klingsturm und dann das. Zu euren Diensten. Das wird ja nicht wirklich umgepfeffert. Das mit den neuen Bären machen. Nein, stopp. Was machst du denn da, Kollege? Was machst du denn da? Zieh dich zurück. Siehst du? Habt's gesehen? Es sind Raben und zwei Schlagen. Ah, Angriff. Ach, verdammte falsche Taste. Okay, gut. Gut. Sprühe entlang. Du kannst auch diese Zauberung. Mandaya. Danke. Halt. Defensiv, defensiv. Aufgepasst! Du gehst mal dort. Was geht los? Wer sonst als ich? Ihr könnt den Bogenbusch ein bisschen verschließen. Ja. Das da. Was das da? Sollte auch Lass das mal Vorgrim machen. Und jetzt kann der auch mal wegen angreifen. Und du A. Angriff. Und sollte ich ein bisschen schnell Schaden machen? Mal bitte. Bei meiner Axt. Klingsturm bitte. Das mach. Bum, bum. Nochmal. Entschuldigt. Gut. So, ja. Du kannst mal schießen. Du kannst auch mal schießen.
Das ist gar nicht so schwer. Sehr gut. Guck mal, naja, nehmen wir das Ölenholz mit. Gut. Wir rüsten ihn wieder im Nahkampf aus. Gut. Gut. Betut, alles töfter. Wir haben noch 5 Minütchen. Raus, gut. Ach, wo sind wir hier gelandet? Ja, da hoch. Gerade. Ausgezeichnet. Hat gut geklappt. Wie ist das? Das macht sich ja mal diese Kämpfe ohne solche neuen Fähigkeiten. Ist schon ekelhaft. Im Grunde genommen. Naturgeister, ja. Schleck mich am Arsch. Von wegen Natur. Dort lang. Würde ich sagen. Dürfen wir auf die missgriffenen Viecher zu. Okay. Was natürlich, hier gibt es natürlich auch manchmal so EC-Bären, die rumstreunern. Und wenn dann noch durch Zufall Naturgeister noch da hinzukommen, hat man sozusagen 4 Bären, weil die Naturgeister sind an Bären angelehnt. Naja. Das ist nicht so appetitlich, muss man sozusagen. Der hat natürlich gut getroffen, der gezielte Stich. Lass das mal vor, bei meiner Axt. Für Ardo. Los. Folgt mir. Los. Ja. Das Blindern das jetzt immer ganz sein. Wir haben für sowas keine Zeit. Das ist Zeit wahrscheinlich. Ich würde sagen, hier könnte man dann da lang klatschen. So, ja, das ist richtig. Ja, würde ich sogar sagen. Sieht gut aus. Hoppala. Hoppala. Oh, Banditos. Alles nicht so wild. Sanja. Ein bisschen voll Benediktus Donnerkeil drauf. Yandra Aikara. Zu euren Diensten. Du machst mal das da. Ich versuche mein Bestes. Und du machst mal das bei da. Meiner Axt. Und ich mach mal. Wir machen mal gezielter Stich da hinten drauf. Zack, noch gezielt, da steht leider. Ja, schon tot gemacht. Schon am Start. Doch nicht. Gut. Nimm das! Gut. Ach, scheiß Mikrofon frutscht immer. Mann. Mann, Frau. Gut. Na, Plündern können wir doch mal. Vielleicht finden wir mal Sinnvolles dabei. Wie zum Beispiel ein paar Moneten und ein paar Heilverbände. Das ist schon gar nicht so schlecht. Gut. Wir wollten. Ich bin verwirrt. Ja. Ne, gerade ist eigentlich gut. Ja, dort lang. Scheiß Bilder. Dann dort lang und dann da runter um die Ecke. Um die Ecke ab in die Hecke. Alles Töfter. Oh, Bärlein. Ihr da! Helft uns hinter Götternamen!
Diese Geisterkreaturen greifen uns an! Ja. Aber ganz schön viele. So, dann sollen wir uns immer auf einzeln auf ihn konzentrieren. Weil wenn die sterben, ist ehrlich so schlimm. Und ich wette, der Typ kann sowieso nicht sterben, der Bios-Gewalt, tralala. Da ist er eine Schlippi. Darum gehen wir dann so vor. Lass das mal vor, Grimm, machen. So. Wie sonst, was ich? Fernkampf. Ja. So, und sie macht erstmal das da und dann. Mandaya Ioi Banda. Also die Pflicht immer sowas machen. Ihn kontrollieren wir generell. Alter, Alter. Voll wenig Düstung. Gut. Stoppi Karotti. Alter, Ben. Nehmen wir. Wir nehmen lieber den hier. Das sieht mir ganz in Ordnung aus. So. Gut, die alte gute Technik. Yandra Aikara. Ja, ja. Zu euren Diensten. Mal schießen. Hat ihn ein Schwert geschmissen. Du hämmerst das. Trocken. Mach das mal. Oh ja, klar. What the fuck? Folgt mir. Zu euren Diensten. Den da oder nur den da? Haha! Den da. Den da. Ja, den da. Schön sauber bleiben. Du machst jetzt noch verzweifelt den letzten Angriff, oder? Los. Los. Nochmal. Wieder komplett sterben. Ich wollte gerade auf Defensive schalten. Folgt mir! Ja, aber wir sind unsere zwei Fänger, ob die irgendwas machen können. Sanja! Das war Rettung in letzter Minute. Diese Schattenwesen sind ohne Vorwarnung erschienen und greifen uns an. Ich habe dem Inquisitor ja gesagt, es ist Wahnsinn! Die Hexen des Dunkelwaldes herauszufordern. Mhm. Aber er wollte nicht auf mich hören. Aber lassen wir das. Ich stehe in eurer Schuld. Wenn es irgendetwas gibt, was ich für euch tun kann, sagt es mir. Ja, man nennt mich so und so und ich habe natürlich irgendwas. Mhm. Allerdings würde ich sagen, an dieser Stelle hier beende ich die Folge. Und wir sehen uns in der nächsten, hoffe ich mal zumindest. Lasst Bewertung da, positiv oder negativ, ist mir buggy. Und lasst auch eure Seele da, das finde ich auch echt schmackofantastisch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssi.